Liebe Rollstuhl-Basketball-Freunde, nach der 85-53 Niederlage, hätte ich beinahe gesagt, nach dem 85-53 Erfolg des RSV Landil gegen die RBC Köln 99ers an meiner Seite, Nico Dreimüller, der heute Starting 5 gespielt hat. Ja, Nico, ein, zwei Sätze zum Spiel? Es war ja ein bisschen Verspätung und deswegen waren wir schon sehr froh, dann direkt so ins Spiel gestartet zu sein und dann auch, ich weiß nicht, ich glaube, wir haben 10-2 geführt direkt am Anfang und insgesamt gutes Spiel. Wir hatten ja im Hinspiel große Probleme und deswegen jetzt gut, dass wir direkt so gestartet sind in die Rückrunde jetzt. Ja, du bist ja auch noch relativ jung, hast du jetzt deine Spielanteile erarbeitet. Was hast du jetzt gemacht? Im Training Vollgas gegeben? Wie hast du dich jetzt empfohlen für die Starting Five bzw. für mehr Spielzeit in Wetzlar bei Nick Zeldinger? Ich bin ja jetzt schon das dritte Jahr dabei und ich habe einfach immer versucht, mich immer mehr reinzukämpfen ins Team oder in die Lineups rein. Habe immer Gas gegeben und das ist halt dann auch der Schlüssel, dass man immer Gas gibt, egal wie viele Minuten man kriegt und dass man immer andere motiviert und immer positiv bleibt. Zuletzt war der ja bei der U22 Europameisterschaft in Lignano. Sabbiadora heißt es, glaube ich. Ja, auf jeden Fall in Italien. Wart ihr? Ihr habt leider nur in Anführungszeichen zu Bronze gereicht, habt eine klasse Vorrunde gespielt, dann gegen die Briten im Halbfinale. Was war so da der ausschlaggebende Faktor, dass es nicht gereicht hat jetzt fürs Finale? Also unser Ziel war ja ganz klar Finale. Oder zumindest erstmal die Qualifikation für Toronto, das haben wir geschafft. Ja, wir waren als Team noch nicht so gut eingespielt, wie wir hätten eingespielt sein müssen, um dann auch ein Team wie Großbritannien zu schlagen. Oder eben dann auch ein Team, um wie die Türkei zu schlagen. Wir hatten eigentlich eine gute Vorbereitung. Letztendlich muss man auch sagen, dass wir in der Gruppe dann mit Italien den stärksten Gegner hatten und die waren einfach auf einem anderen Niveau als die Briten und die Türken. Deswegen hatten wir auch so große Probleme, glaube ich. Aber trotzdem, wir werden halt jetzt zur WM gucken, dass wir fit werden alle, dass wir noch mehr zusammenwachsen und dass wir dann auch unsere Leistung bringen, gerade Leon, Matthias Güntner und ich, aber auch dann Leute wie der Marvin, der jetzt nachgekommen ist und sich immer weiter ins Team hochgearbeitet hat. Und wenn wir da als Team zusammenspielen und jeder seine Leistung bringt, dann glaube ich, wird es auch eine gute Sache werden in Toronto. Ja, wie oft trainierst du, beziehungsweise was machst du, um die Leistung zu halten, beziehungsweise dich noch mehr zu verbessern, zu steigern? Wie oft trainiert so Nico Dreimüller eigentlich? Ich trainiere viermal die Woche mit der ersten Mannschaft und einmal die Woche mit der zweiten Mannschaft von Landil. Und dann mache ich noch ein-, zweimal die Woche Krafttraining. Da habe ich jetzt auch nochmal einen extra Plan bekommen, weil jetzt durch die Pause war halt auch vieles anders als sonst. Das ist aber auch schon das Niveau, was man dann irgendwo mitgehen muss. Also ich habe gemerkt, letztes Jahr habe ich nicht ganz so viel trainiert und jetzt habe ich direkt so einen Sprung gemacht, wo ich mal mehr trainieren konnte. Was ist so deine persönliche Planung für die Zukunft, Job, Beruf, Sport? Wie willst du das alles so kombinieren mit deinen Ambitionen? Also ich studiere Jura ja seit Oktober und deswegen, ich habe erstmal den Schwerpunkt jetzt aufs Studium gelegt oder im Moment noch eher auf Rollstuhlbasketball, aber ich will dann schon den Schwerpunkt aufs Studium legen und dann vielleicht auch kürzer treten oder vielleicht auch das Studium weiter hinauszögern. Das geht ja auch. Da gibt es auch mittlerweile Programme für Sportler. Ja, aber es ist auch sehr schwer, weil ich sehe schon, dass man sich eigentlich eher entscheiden muss zwischen einem Studium oder einer Ausbildung und dem Sport oft. Ich versuche eher beides unter einen Hut zu bringen im Moment. Ja. Wäre so ein Ziel auch wie Tommy Böhme, der Millionär im Rollstuhlbasketball, wäre das auch sowas, was du dir vorstellen könntest, voll auf das Pferd Profisport zu setzen? Oder kommt dann Papa und sagt hier, Nico? Das zum einen, ja, aber ich muss auch sagen, dass ich hätte da viel Spaß dran, aber ich weiß auch nicht, wie lange ich mich nur so vom Training aufhalten könnte den ganzen Tag. Ich glaube, es wäre mir auch ein bisschen zu eintönig dann irgendwo. Und deswegen, ich will halt auch dann für die Zukunft was haben. Ich glaube, was Tommy macht, das ist eine gute Sache, aber ich habe ein bisschen auch Angst davor, dann, dass ich dann mit 30 oder nach einer schweren Verletzung dann plötzlich dastehe und keine Ausbildung habe oder nur nicht das habe, was ich haben könnte. Deshalb, man muss halt gucken, dass man sich trotzdem irgendwo nebenbei weiterbildet und auch dann was für die Zukunft danach hat. Vielleicht zum Abschluss. Wo siehst du den RSV Landil jetzt am Saisonende? Zum einen, was den Pokal betrifft und natürlich die Meisterschaft und die U22 bzw. U23 Nationalmannschaft in Kanada. Was sind so deine Ziele bzw. wo siehst du die beiden Teams?
Also Ziel mit dem RSV ist auf jeden Fall die deutsche Meisterschaft und dann eben im Pokal auch Gold zu holen. Wir haben eine gute Ausgangsposition, weil wir gegen Thüringen das Heimspiel mit einer guten Punktdifferenz gewonnen haben. Und deswegen wollen wir natürlich erstmal jetzt den Heimvorteil sichern. Und dann haben wir eben auch, wir haben gerade Ende Februar, Anfang März, so drei taffe Wochen mit Hamburg, Thüringen und dann Champions Cup. Da wollen wir einfach versuchen durchzukommen. Und dann Champions Cup, weiß ich nicht, was das Ziel ist. Wahrscheinlich erstmal Halbfinale oder vielleicht auch Finale, aber Hauptsache erstmal ins Final vorkommen. Ja. Mit der U22, ich finde es schwer einzuschätzen. Wir haben, ich denke, dass wir das Potenzial haben, auch wir hätten das Potenzial gehabt, zur EM Gold vielleicht auch zu holen. Aber es war einfach noch nicht so weit. Deshalb, ich glaube schon, dass wir uns als Ziel setzen sollten, Halbfinale für die WM. Wir haben ja dann auch noch ein bisschen Zeit und auch noch ein bisschen mehr Vorbereitungszeit. Ja gut, Nico, dann vielen Dank für deine Zeit dir und natürlich auch dem Rest der U22, U23 Nationalmannschaft. Viel Erfolg in Kanada, bleib gesund und ja, weiterhin viel Spaß beim Rollstuhlbasketball und beim Jurastudium. Ne? Also, halt die Ohren steif. Bis dann, ciao.